Hier hängt keine Wäsche mehr. Ziemlich trostlos schaut es momentan in der Studentenstadt in Freimann aus. Rund 1250 Wohnungen stehen hier seit längerem leer. Es liegt daran, dass wir die Häuser leer ziehen mussten, weil sie technisch verbraucht sind. Es sind zwei Hochhäuser, also baurechtlich Hochhäuser, die erhöhten Anforderungen entsprechen müssen. Erstmal, wer überhaupt nicht Leerräume brauchen. Ja, es laut Branddirektion, der Abteilung für Vorbeugung und Brandschutz, die begehen das regelmäßig, sagen, es gibt keine Gefahr für Leib und Leben. Ich will wissen, warum 1500 Wohnungen leer stehen. Das ist eine Katastrophe auf gut Deutsch und die muss endlich geklärt werden. Ich will, dass Probleme abgeschafft werden und nicht verwaltet. Im Februar vergangenen Jahres hatte es in einer Sauna in einem der Gebäude in der Studentenstadt gebrannt. Grund war ein technischer Defekt. Bei dem Feuer war eine 23-jährige Studentin ums Leben gekommen. Der Leerstand der Apartments beschäftigt jetzt auch den Münchner Stadtrat. So spricht der SPD-Fraktionschef von einem Skandal. Wir werden dementsprechend noch mal mit mehr Nachdruck gehen. Es kann nicht sein, dass der Freistaat einfach zum einen Immobilien herunterkommen lässt. Das ist auch letztendlich Geldverschwendung. Die Opposition sagt immer, es ist die Staatsregierung schuld. Es sind immer pavlovsche Reflexe, die da ausgelöst werden. Das Problem ist, die Konstruktion ist schwierig. Wir haben eine Körperschaft, das öffentliche Recht ist völlig autark. Der Freistaat gibt sozusagen Sanierungsmittel auf Antrag der jeweiligen Einrichtung. Ja. Laut Studentenwerk sei die Planung für ein Hochhaus bereits angeschoben. Parallel würden Gespräche mit dem Wissenschafts- bzw. Bauministerium stattfinden. Weil letztendlich natürlich es um eine Eigenkapitalausstattung für das Studentenwerk geht, die dann letztendlich ja über den Haushalt zur Verfügung gestellt werden müsste. Wenn das Studentenwerk Geld braucht, dann muss es ein Konzept entwickeln. Ein Sanierungskonzept für diese ganzen Gebäude. Und muss zum Finanzminister gehen oder notfalls zu uns und sagen, wir brauchen Betrag X. Und dann wird man schauen, dass das Geld herkommt. Also daran wird sich nicht scheitern. Aber es gibt weder ein Konzept meines Wissens, noch gibt es einen Antrag bis heute. Die CSU-Rathausfraktion fordert unterdessen, dass das Gelände in Freimann überplant wird. Hier ist dann die Stadt gefordert, dass dort mehr Baurecht entsteht, dass dort auch noch Neubauten entstehen können, weil wir wollen mehr als die bisherigen Wohnungen. Das gibt das Gelände her. Bezüglich des Leerstands soll es in Kürze ein Gespräch zwischen Landtag, Ministerien und Studentenwerk geben. Ein erster Lichtblick am Ende des Tunnels.